Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Kürbisse und Pilze aus Salzteig basteln könnt. Dafür benötigt ihr folgende Dinge. Eine normale Schüssel aus der Küche, zwei Becher Mehl, einen Becher Salz, etwas Öl und etwas Wasser. Außerdem habe ich noch einen Löffel gebraucht, ein paar Acrylfarben, Wattestäbchen und auch normale Pinsel. Im Verlauf des Prozesses habe ich dann auch noch Schleifpapier, ein Stück Faden und Heißkleber verwendet. Zuerst habe ich das Salz mit dem Mehl vermengt. Anschließend habe ich immer wieder etwas Wasser hinzugefügt und kräftig durchgerührt. Irgendwann konnte ich meinen Teig nicht mehr mit dem Löffel bearbeiten, da er einfach zu trocken war. Deshalb habe ich ihn aus der Schüssel herausgenommen und ihn mit meinen Händen gut durchgeknetet. Knetet den Teig so lange durch, bis ihr das Gefühl habt, er ähnelt einem Keksteig. Das heißt, er darf nicht mehr zu klebrig sein, aber auch nicht zu trocken sein. Zwischendurch habe ich immer etwas Mehl und Öl dazugefügt. Zuerst zeige ich euch, wie ich die Kürbisse gemacht habe. Dazu habe ich mir eine Kugel aus dem Salzteig geformt und diese dann auf meinen bereitgelegten Faden getan. Die beiden Enden des Fadens könnt ihr euch nun nehmen und zusammenziehen. So entsteht eine Rille im Teig, was dann eben die gewünschte Kürbisform ergibt, wenn man diesen Schritt mehrmals wiederholt. Das Ganze muss nicht symmetrisch aussehen und auch nicht perfekt werden, da die echten Kürbisse es ja auch nicht sind. Mit einem kleinen Stück Salzteig habe ich dann auch noch einen Stiel geformt. Auch dieser kann irgendwie aussehen. Da gibt es keine Regeln. Hier ein paar Beispiele, wie meine Kürbisse ausgesehen haben. Jetzt zeige ich euch, wie ihr die Pilze machen könnt. Dazu habe ich mir zuerst den oberen Teil gemacht. Das heißt, ich habe die Kugel geformt und dann mit den Daumen eine kleine Vertiefung hineingedrückt. Dann habe ich mir noch einen Kegel geformt und das soll dann der untere Teil des Pilzes sein. Hier schon mal eine kleine Vorschau, wie es dann aussehen soll. Insgesamt habe ich 3 Pilze und 7 Kürbisse geschafft. Diese habe ich dann alle auf ein Blech getan und in den Backofen geschoben. Die Temperatur zeige ich euch hier unten an. Nach dem Backen habe ich gemerkt, dass meine Kürbisse und Pilze zum Teil ein paar Risse bekommen haben. Das ist aber nicht weiter schlimm, deshalb habe ich mir kurzerhand ein Schleifpapier geschnappt und alle damit abgeschliffen. Am besten lasst ihr eure Kürbisse und Pilze noch eine Woche stehen, da sie noch ein bisschen härter werden. Nach einer Woche konnte ich dann auch schon mit dem Bemalen beginnen. Für die Kürbisse habe ich einen ganz normalen Orangeton verwendet, da ich einen sehr klassischen Kürbis erzeugen wollte. Ich habe dann hier versucht, noch ein bisschen dreckige Stellen, wie es bei einem Kürbis so üblich ist, zu simulieren. Das habe ich mit Braun gemacht. Bei den Stielen habe ich mich ein bisschen ausprobiert, über Grün bis zu Braun war alles ein bisschen dabei. Bei den Pilzen habe ich mich für ganz gewöhnliche Fliegenpilze entschieden. Ihr könnt euch dann natürlich auch für andere entscheiden. Für mich hieß es also erstmal, alle oberen Teile der Pilze rot anzumalen. Mit etwas Braun und viel Weiß habe ich mir dann einen dreckigeren Weißton gemischt. Mit der Farbe, die ich dann bekommen habe, habe ich mir meine unteren Teile der Pilze angemalt. In diesem Teil hatte ich dann zum Beispiel auch noch einen Riss drin, den habe ich einfach auch bemalt. Dann habe ich mir die Wattestäbchen genommen und mir ganz viele kleine Punkte aufgemalt. Die Ränder der Pilze bekamen auch noch etwas Farbe und auch den unteren Teil des Pilzes habe ich mit Weiß bemalt. Nach dem Bemalen der Salzteigfiguren müsst ihr euch etwas gedulden, denn es muss trocknen gelassen werden. Danach habe ich dann die Pilze noch fertig zusammengeklebt. Achtet dabei darauf, dass die Pilze auch nach dem Zusammenkleben immer noch stehen können und dann sind wir fertig. So sehen meine Ergebnisse nun aus. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr lieber mögt, die Pilze oder die Kürbisse. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln.